Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvestella. Wir sollen drei Kriecher besiegen in den Höhlen, in den stillen Höhlen, für einen Omen. Ja, um ihnen da irgendwie zu helfen, Shatula zu retten. Denn die Krise ist noch nicht vorbei, ich weiß nicht. Wir gucken mal, wir sind Level 29. Kriegen wir ein bisschen was rein. Sehr schön, Tag 17. So. Wir machen uns auf, ne? Wir machen uns auf. Wir müssen aber erstmal gießen. Beziehungsweise ernten. Ja, muss auch sein. Und dann gehen wir in die stille Höhle und müssen dort gerade drei paar Kriecher erledigen. Ich liebe es. Ich hätte nicht fragen sollen, wirklich nicht. Ich hätte einfach nicht fragen sollen. Die Korpen sind auch schon fertig. So. Gießen tun wir gleich. Ich muss erstmal rüber. Das bringt uns schön Geld ins Haus. So. Dann gießen wir mal. Muss ja. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, was die Leute meinen wegen hässlich. Wegen, wo die sagen, Grafik ist hässlich. Ich meine, man hält es auch ein bisschen gegen die Leute. Viele Leute wissen halt auch nicht, was die an der Grafik hässlich, genau hässlich finden. Die sagen einfach nur, Grafik ist hässlich. Das ist halt, das kann man halt nicht so sagen, einfach. Aber jetzt weiß ich mittlerweile, was die Leute meinen. Weil ich jetzt mal mittlerweile ein bisschen mehr reingelesen habe. Ich habe natürlich gelesen und habe immer nur gesagt, das ist Grafik hässlich. Die meinen die Auflösung. Ja, die Auflösung ist halt wirklich nicht so schön, ne? Schön. Das ist ja auch kein PC-Spiel. Ich spiele ja auch die Switch-Version. Ach, das wollte ich nicht verkaufen. Weil das bringt einem ja kaum was. Das wollte ich mich lagern. Ja, die Auflösung könnte höher sein, nicht wahr? Aber es ist auch noch eine Switch. Dementsprechend finde ich es nicht unbedingt wirklich schlimm, sage ich mal. Aber so kann ich es wenigstens nachvollziehen. Wenn die einfach sagen, das Spiel ist hässlich, das ist ja de facto halt nicht so. Das Spiel ist ja trotzdem wunderschön. Auflösung ist halt nicht so super, ne? Aber ich kann damit leben. Ich habe damit keine Probleme mit der Auflösung. Gut, wir sollen hier drei Kriecher besiegen. Und da vorne ist wahrscheinlich schon einer. Geht's runter? Wir gehen. Oh Gottes Willen, Alter. Spiel! Erschreck mich bitte nicht so. Wow. Sowas erschreckt mich immer richtig hart. Ja, tatsächlich, Kriecher. Level 22, also wir hätten hier schon viel eher reingehen können, aber wir haben ja die ganze Zeit mit Quests zu tun, nicht wahr? Eigentlich müsste hier Magier werden wieder. War Eis seine Schwäche. Ja. Das war einer. Ich glaube, es zählt auch. Ja. Dauert ein bisschen. So, zerstören wir hier die Feldwand. Was haben wir denn hier hinter? Ein Nektarrohrsamen. Zwei Nektarrohrsamen. Ich denke nicht, dass das Gebiet hier groß ist. Da ist noch ein großer, böser Kriecher. Den will ich nicht holen. Ah, natürlich ist da auf die andere Seite. Gab es einen Weg nach da unten lang? Hä, wo kann ich denn? Ich kann nur da, ne? Oh, hoffentlich sieht er uns nicht. Dip. Ja, natürlich sieht er uns. So, wir werden wahrscheinlich wieder runterfallen, nicht, oder? Alter, was ist mit den... Guck mal, was ist mit den Kriechern denn los? Die sehen uns ja direkt sofort. Unschön. Ich meine, es war klar, ne? Als ich den Gang nach unten gesehen habe, habe ich mir schon gedacht. Okay, dann werden wir gleich hier hinabstürzen. Mal kurz checken, wo der Sprungknopf ist. Das ist doch nicht wahr. Warum bricht denn nicht alles gleich ein? Moment, da liegt was.
Das sieht mir auch kaputt aus. Ja. Och, Spiel. Gib mir doch bitte eine Route. Die ich gehen kann. Rotblatt. Ach, hier kann ich lang. Hier habe ich zu spät gecheckt. So. Schade ist, dass die ganze Quest immer, wenn wir die Gegner besiegen sollen, die Ressourcen holen wollen, dass das nicht schon vorher erzählt, wenn wir die besiegt haben. Wenn ich zwar jetzt Fleisch von denen bekomme, hätte ich gerne eine Quest, wo ich dann Fleisch bekommen soll. Aber dann wird meistens immer gesagt. Oh. Ja, man sieht ja direkt schon, wo man einbricht, ne? Also ich kenne die. Ich habe 37, das Mistvieh. Unfassbar. Dresssalatsamen. Und da ist endlich eine Brücke, die wir reparieren können. Ich mach gleich mal rüber. Ach, das war der. Ah ja, ich verstehe schon. Sandstein. Ja, wir müssen noch einen Kriecher müssen wir noch erledigen, ne? Die Kriechersuche in den stillen Höhlen. Moment, da geht's irgendwo runter. Hm? Moment. Nee, andere Seite. Hier. Ich meine, wir haben es ja hergestellt. Das ist nur der Ausgang, nicht wahr? Ja, tatsächlich das Ausgang. Sehr schön. Aber trotzdem würde ich gerne noch einen Kriecher jetzt finden. Kriecher! Kann man hier nicht angeln? Würdest du anbieten? Großer Eisenklumpen. Nein. Da sind noch zwei Kriecher. Wir müssen wahrscheinlich später eh durch die Höhlen hier durch. Dementsprechend brauchen wir die jetzt nicht unbedingt mega erkunden. Aber es ist gut, dass wir zumindest die Abkürzung schon geschaffen haben. Und das war's. Jetzt sollen wir wieder zum Hypozentrum gehen. Aber erst bomben wir hier frei, oder? Ja, wir bomben hier frei. Lohnt sich ja auch. Ich hoffe, es stört hier nichts ein. Rostiges Metall. Und dann nochmal einen großen Eisenklumpen. Gut, dann raus hier. Na gut, da es eh spät ist. Am Ende des Weges eine kleine Quelle. Das sieht nach Quellwasser aus. Trinken? Nein, bist du wahnsinnig. Du kannst nicht einfach irgendwas trinken. Bisschen Verstand muss man ja auch, ne? So, hier war die Brücke, die wir repariert haben. Ja. Ein bisschen Verstand ist ja auf Grundvoraussetzung. Ich meine, man kann natürlich alles saufen. Weil ich bin ja auch irgendwie. Irgendwie will ich auch Fortschritt haben. So, aber die Zeit müsste nur noch reichen, die Quest abzugeben. Beziehungsweise das Material. Hoffen wir zumindest. Hoffentlich. Wenn ich das Hypozentrum natürlich wiederfinde. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Aber es ist Questabschluss. Gut, wo war das Hypozentrum? Ich habe leider keinen Schimmer. Ich gehe einfach so jenseits der Dreierkreuzung und gucke danach im nächsten Raum oder nochmal zurück, ob das da irgendwie ist. Ja. Gehen wir mal hier lang, gucken wir mal, ob es da ist. Wenn nicht, ist es auf der anderen Seite, nicht wahr? Ah, perfekt. Hätte ich es mal vorher gewusst, nicht wahr? So, da bin ich. Konntest du die Essenzen beschaffen, die ich benötige? Ich hoffe doch. Ich weiß nicht. Ich habe sie einfach gekillt. In der Tat. Wie wirst du sie verwenden? Zur Verbesserung des Geräts, wie ich bereits sagte, ist es unvollständig. Ich werde mich jetzt darum kümmern. Warte hier. Das ist einfach ein riesen Tacker. Eine Tackermaschine. Da haben sich die Entwickler einfach mal während der Pause mal gedacht, so, wir brauchen irgendwie Monster-Design. Ich habe hier einen Tacker stehen. Sieht aus wie vorher. Es waren keine kosmetischen Verbesserungen.
Aber jetzt ist es seiner Fertigstellung ein gutes Stück näher. Mit weiteren Verbesserungen kann ich es vielleicht schon bald in Betrieb nehmen. Vielen Dank für deine Hilfe, Abel. Also, können wir Shatula retten? Meine Berechnungsfolge sollte das kein Problem darstellen. Shatula wird nicht im Ozean versinken. Warum willst du Shatula retten? Stelle keine törichten Fragen. Ich erfülle lediglich meine Pflicht. Nicht mehr und nicht weniger. Die Rettung Shatulas und Neujahrs gleich ist lediglich ein Nebenprodukt meines Erfolgs. Vielen Dank, Magnolis. Geht sofort? Es sind noch andere Geräte in Betrieb. Ich sehe mir ihren Fortschritt an. Lebe wohl, Abel. Auf Wiedersehen. Wieder schon reingehauen. Interessante Quest. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, aber wir haben die Quest erledigt und kriegen dafür hoffentlich gutes Material bzw. gutes Geld, ne? Ich bin gespannt auf die erholten Korallen. Auf jeden Fall. Funkeln auch so schön. Krise in Shatula abgeschlossen. Wow. 1500 Gold-Eilachs, 3 Stück und Memoriam, 3 Stück. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich nicht mehr herausgesetzt, sondern... Ja, natürlich. Gut, dann hauen wir hier wieder ab. Wir haben die Quest erfolgreich abgeschlossen. Ich habe gedacht, es dauert länger. Ich hatte Angst, dass es wie bei den anderen Viechern so ist, wo man lange suchen muss. Aber wir haben diese Quest abgeschlossen und gehen nach Hause. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Wir haben es auch bald geschafft mit allen Nebenquests, sodass wir uns endlich mal wieder der Hauptstory widmen können. Es ist nicht mehr viel, Leute. Es ist nicht mehr viel. So. Das hier. Nektarrohr. Oh, eine Uferpflanze. Sehr schön. Pflanzen wir direkt mal gleich an. Rotblatt. Das hier. Das können wir auch anpflanzen. Sandstein. Das weg und das weg. So. Dann pflanzen wir... Achso, das ist ja... Ja, war schon gerade verdutzt, weil es so merkwürdig aussieht. Und wir haben hier. Und hier. Längste Feld da nicht fertig. So. Da. Jetzt muss ich noch einmal die Gießkanne extra rausholen. So. Und einmal zum Uferbiom. Weil das sind ja neue, komplett neue Pflanzen, ne, die wir da haben. Ich hoffe, die sind fertig, oder? Sind die fertig? Wachsen immer nach? Warte mal. Haben wir die schon geerntet? Ich verstehe es nicht. Egal. So. Nektarrohrsamen. So. Dann laufen wir nochmal nach oben. Sammeln da Zeug ein. Gehen nach Hause. Und... Joa. Lager kurz mal das nochmal neu ein und dann gehen wir schlafen, nicht wahr? Ich meine, die Fische haben wir nicht. Ja. Gut, nach Hause. Bergkuppe gehen wir mal nicht. Die ganzen Zutaten, die wir ja jetzt schon gesammelt haben, kriegen wir ja sowieso hinterhergeschmissen, also. Ja, nun, ne? So, Bergkuppe, wird zu Sirup verarbeitet. Lager es erstmal ein. So, guck nochmal hier rein. 30 Karoppen. Hier haben auch ganz viel Sachen. Bau jetzt noch mal ab, was? Pflanzfähigkeit Ausdauer aus Level 1. Und als nächstes kriegen wir eine Käsepresse Level 2. Also die Quests sind tatsächlich sehr wichtig zu machen, ne? Die sind sehr wichtig zu machen. Gut. Ab ins Heierbettchen. Und mal sehen, was am nächsten Tag erwartet. Erstmal natürlich hier viel Geld, ne? Viel schönes Geld. Zum Einhornwald sollen wir auch noch gehen, ich weiß. Machen wir auch noch. Ja, bin ich auch sehr heiß drauf, zu erfahren, was es damit auf sich hat. Aber erstmal ernten. So. Die müssen auch beim Wald mal aufgebraucht sein, oder? Ich hoffe, die halt noch ewig.
So. Ja, die sind jetzt langsam weg. Das Gras, Dressalat dauert noch ein bisschen. Gut, dann gieß mir immer. So. Meist auch fertig. Gar nicht gesehen gehabt. Und dann auch nochmal hier gießen. Sehr gut. Wir gehen. Moment, habe ich jetzt was angehört? Habe ich was anzupflanzen? Nee, ne? Nee, das wollte ich erstmal verkaufen und dann gehen wir nochmal nach Lethe und kaufen uns das nächste Gebäude. Einfach nur damit wir es haben. Weg, weg. 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 Ein schönes, schöner Geldfluss. Einmal hier um die Ecke bei dem guten, ich vergesse ständig seine Berufsbezeichnung. Haben wir hier aber alles erledigt. Hier haben wir alles erledigt. Das freut mich sehr. Geschlossen 8 Uhr. Oh, wir müssen noch 10 Uhr warten, Leute. Ja, gucken wir mal durchs Fenster. Bist du da? Bist du da? Sagt. Jetzt haben wir einen Nasenabdruck am Fenster gemacht. Wo guckt der große Fenster eigentlich durch? Ist wahrscheinlich im Hinterraum oder so, ne? Wollen wir? Ich meine, wir können erstmal das günstiger holen, ne? Kluckelgehege. Ja, machen wir das erstmal das günstige. Bevor wir uns ja groß auf Stufe 4 da kriegen, weil so viel anzupflanzen haben wir noch aktuell nicht. Und außerdem will ich erstmal wirklich Pflanzen anpflanzen, so. Richtig effektiv will ich halt erstmal, wenn wir die großen Felsen auch wegmachen können, weil die stören halt wirklich. Ja, das sind halt Sachen, das ist die Sache, die mich am meisten stört. Vor will ich hier nicht wirklich großflächig anbauen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir in Shuttler wirklich alle Quests gemacht haben. Oder ob da noch was offen ist. Schauen wir einfach mal. Nee, wir haben hier alle Quests gemacht. Moment. Naja, sollte man gucken. Gut, ich habe da alle Quests gemacht, da bin ich sehr froh drum. Dann haben wir natürlich noch einen anderen Ort mit Quests. Ich gucke jetzt erstmal, bevor wir hier reingehen, in den Njordsteppe, auf in die Meer rein. Und wir hoffen mal, dass wir da auch schon alles gemacht haben. Ja, da haben wir auch alles gemacht. Freut mich sehr. Ach, das ist schön. Das ist schön, wenn man wirklich mal langsam, aber sicher mal alles gemacht hat. Gut, dann auf die Njordsteppe und da sind noch zwei Quests. Oder ich weiß nicht, ob vielleicht hängen die auch zusammen. Keine Ahnung, sind ja jeweils am anderen Ende, ne? So, irgendwo hier. Guten Tag. Wer bist du? Was ist denn los mit ihr? Sie sollte doch längst hier sein, Todd. Der gute Todd. Das ist übrigens ein gefährlicher Ort, ne, wenn du Bescheid weißt. Oh, danke für deine Anteilnahme. Aber ich werde mich nicht vom Fleck bewegen. Nicht, bis meine kleine Schwester nach Hause kommt. Sie arbeitet jetzt schon seit ein paar Jahren in Shuttler und war seit Ewigkeit nicht mehr zu Hause. Jetzt, wo die Entführungen in Nemea aufgehört haben, hatte ich gehofft, mit ihr wieder ein Feind zu werden. Sie ist meine einzige kleine Schwester und ich möchte der Erste sein, den sie bei ihrer Heimkehr erblickt. Willst du denn hier auf ewig auf sie warten? Nein, nein, ich gehe auch immer mal nach Hause. Meine Frau würde mir sonst die Hölle heiß machen. Aber ich mache mir Sorgen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann sie zuletzt nach Hause gekommen ist. Sie hat mir sogar geschrieben, dass sie heimkommen will. Glaubst du, sie hat was zugestoßen? Der Gedanke ist mir natürlich auch schon gekommen.
Am liebsten würde ich losziehen und nach ihr sehen, aber ich kann nicht einfach aus dem Meer verschwinden. Du bist doch gerade aus dem Meer raus, also tu mal nicht so. Natürlich. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Du kommst doch viel rum, oder? Aha. Klar tust du das. Hör zu, ich habe eine Bitte. Ich möchte, dass du nach Shatula reist und meine Schwester aufspürst. Wenn du sie auch noch fragen könntest, warum sie noch nicht nach Hause gekommen ist, wäre das noch besser. Wenn ihr das zu Sorgen nimmt? Danke, damit tust du mir einen riesigen Gefallen. Denn der Name meiner Schwester ist Miss Kayla. Vielleicht hast du Glück, wenn du dich in meiner Bar von Shatula umhörst. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Sie ist so schön wie ein Engel. Ich verlasse mich auf dich. Heimkehr. Also wenn man ganz ehrlich, wenn man seine Schwester als schön wie ein Engel bezeichnet, dann ist ganz was falsch gelaufen. Na gut, dann ist die Quest am anderen Ende hier. Die gehört die nicht dazu. Denn ich dachte, das wäre vielleicht eine Hin- und Her-Quest. Das wäre nämlich auch mal was Lustiges und ich könnte mich die ganze Zeit porten und hätte es einfacher gehabt. Aber na, wer will es denn schon einfacher haben, nicht wahr? Wer will es schon einfacher haben? Gut, dann gehen wir nach Shatula. Erneut. Man denkt ja, man hat ja alles erledigt, man hat schon alles gesehen, aber nein. Dann will man nochmal in die Stadt. Ich meine, die Stadt ist schön, aber ich will auch mal langsam, aber sicher eine neue Stadt sehen, hoffentlich. In der Bar sollen wir gehen, dann gehen wir in die Bar. Na gut, dann fragen wir mal, warum die Schwester nicht nach Hause will. Was ist ja los? Mein Bruder belästigt mich. Ja, ich kann es verstehen. Ich kann es vollkommen gerade verstehen. So, gehen wir rein. So, wo ist sie denn, die Schwester? Sitzt die diese hinten? Ah, das ist die Aushilfe oder was? Frau mittleren Alters, wie war das? Du suchst noch jemanden? Tja, ich helfe gern, was wenn ich kann. Ihr Name ist Miss Gela. Miss Gela, ja, die kenne ich. Aber was interessiert dich das? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du erklärst ja damit, dass sich Miss Gelas älterer Bruder Todd Sorgen um sie macht. Ah, ihr Bruder hat dich also gebeten, nach ihr zu suchen? Dann entschuldige ich mich für mein rüdes Benehmen. Ich passe nur auf sie auf, verstehst du? Ist also nichts passiert? Soweit ich weiß, ist dir nichts Schlimmes zugestoßen. Vielleicht möchtest du sie lieber selbst fragen. Um diese Zeit arbeitet sie normalerweise drüben am Kai. Danke für diese Information. In der Basis kriegt man sowieso immer Infos, ne? Nicht nur in Skyrim war das der Fall. In vielen Rollenspielen ist immer so, da ist eine Bar immer eine gute Anlaufstelle. So, wo ist das denn? Am Kai, sagt sie. Na gut. Gehen wir am Kai. Dum, 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 dum. Und ich hoffe, das war es dann auch nach der nächsten Quest, ne? Ich hoffe. Aber die Briefe warten natürlich auch noch auf uns, aber die gucken wir uns an und dann sagen wir, das machen wir im nächsten Mal. Irgendwann mal. Oh, hallo, kann ich dir behilflich sein? Du erklärst ihr, dass sich ihr älterer Bruder Todd Sorgen um sie macht. Todd? Oh nein. Miss Killer, mit wem sprichst du da? Haas, da ist wohl eine Erklärung. Da ist wohl eine Erklärung fertig. Er heißt einfach Haas. Ist etwas passiert? Du erklärst den beiden nochmal, worum es geht. Ah, jetzt verstehe ich. Miss Killers älterer Bruder macht sich Sorgen und hat dich gebeten, nach ihr zu sehen. Aber Miss Killer, ich hatte keine Ahnung, dass du nach Hause gehen willst. Es tut mir so leid, das ist alles meine Schuld. Und kommst nicht zurück nach Nimea. Ich fürchte mich davor, Todd von meiner Beziehung zu Haas zu erzählen. Oh. Miss Killer und ich sind seit einem Jahr ein Paar. Ich habe schon oft den Wunsch geäußert, ihre Familie kennenzulernen, aber... Du hast ihnen nichts von uns erzählt, stimmt's? Es tut mir leid. Versteh doch, Todd. Sein Beschützerinstinkt ist gelinde gesagt etwas überzogen. Ich könnte mir vorstellen, dass er mir sogar verbieten würde, zu heiraten. Du meine Güte. Deswegen wechselst du immer das Thema, wenn ich von deiner Familie spreche. Trotzdem ist es alles meine Schuld. Ich hatte nicht den Mut, Todd die Wahrheit zu sagen. Oh, Miss Kayla. Du solltest dich nicht dazu zwingen. Warte einen guten Zeitpunkt ab. Ich muss zurück. Er macht sich solche Sorgen, dass er sogar Außenstehende auf die Suche nach mir schickt. Ich bin es ihm schuldig, nicht länger vor den Unausweichlichen davon zu laufen. Dann komme ich mit dir. Wir sprechen gemeinsam mit deinem Bruder als Paar. Was? Aber...
Ich werde euch begleiten, auf jeden Fall. Ich meine, das will ich sehen, du. Vielen Dank, Haas und ich gehen nach Hause und packen unsere Sachen. Triff uns am Rand des Jadewalds, dann reisen wir gerne gemeinsam nach Nimea. Am Rand des Jadewalds, wieso der ist... Ich stelle keine Fragen. Dann pack mal. Ich bin neugierig. Warte mal, Moment, soll ich Quest auswählen? Heimkehr, so zack. Welchen Rand denn? Den Rand oder die andere Seite vom Rand? Da sind sie. Hi. Da bin ich wieder, mit einem riesen Schwert in der Hand. Okay, gehen wir. Ich möchte den Wald vor Einbruch der Dunkelheit durchquert haben. Wir wollen nicht auf Monster treffen. Nur keine Sorge, ich beschütze dich, was auch geschieht. Die Quests sind so alle so ausufert, oder? Das ist unfassbar. Oh, Haas. Ja, ihr seid ein hübsches Paar. Und trotzdem sind wir uns bei unserem ersten Treffen an die Gurgel gegangen. Ich will nichts Näheres wissen, komm, lass weiter jetzt gehen. Ich habe dich planlos aufgezogen, als du neu in Schatula warst. Einmal habe ich dich sogar ins Meer geworfen, wir waren richtig ätzend zueinander. Ich war wirklich baff, ich, ein Mitglied der Bürgerwehr, wurde einfach so ins Meer befördert. Ich schätze, das war nicht sehr nett von mir. Ah, zur Hilfe! Habt ihr das gehört? Da scheint jemand Ärger mit einem Monster zu haben. Bin gleich wieder da, ich muss helfen. Ah, es geht nicht allein. Wir sollten ihn begleiten. Dann los. Wenn er tot ist, dann brauchst du auch von dem Bruder nichts erzählen. Also, an sich ist das doch eine super Sache, oder? Ich meine, brauchst du dich nicht so beschweren, du. Ich meine, der läuft halt so der Kopf einfach voraus. Der hat ja selber keinen Bock, die Familie zu treffen. Wie tut denn so? Ja, ich Familie treffen ist immer eine heikle Situation. Oh Junge. So, du bist umgeben von irgendwelchen Monstern. Hast du gut hingekriegt. Todd, achso, das ist Todd. Ah, bitte fress mich nicht, ich schmecke fürchterlich, ich schwör's. Todd, was macht er denn? Was macht er denn hier? Ist das dein Bruder? Nein, ich darf nicht sterben, bevor ich Miss Killer das letzte Mal gesehen habe. Na los, wir müssen ihm helfen. Haas, du schnappst dir Todd. Und ich hau die Monster zu Klump. Machen Gemüsesalat aus ihnen. Ihr könnt ja schon mal das Dressing fertig machen. So, Level 16. Das ist natürlich eine Sache, ne? Ach, come on. Hier, zack. Ich hab schon ganz vergessen, was wir am nächsten Tag bekommen auf der Farm. Kluckelgehege, nicht wahr? Ein Pilz. Gut, das war's. Ich lebe noch. Todd. Miss Killer, warum bist du? Da sollte ich dich fragen, was hast du so ganz alleine hier draus getrieben? Du schickst mich und kommst trotzdem? Ich konnte nicht anders. Ich habe mir zu viel Sorgen um Miss Killer gemacht. Deswegen hast du also Dummheit begangen. Richtig. Es tut mir leid, Miss Killer. Am Ende warst du es, die sich Sorgen um mich machen musste. Immerhin ist er jetzt in Sicherheit. Stimmt's? Es hätte viel schlimmer kommen können. Das stimmt. Ich stehe in deiner Schuld. Leider habe ich keine Ahnung, wer du bist. Ich bin der mit deiner Schwester. Ja, du weißt schon. Ja? Im Ernst, wer bist du? Warum bist du in Gesellschaft meiner Schwester? Ich sag nix. Ich guck mir das jetzt nur einfach nur an. Wie wär's, wenn wir alle zurück nach Schatula gehen? Hier draußen kann ich meine Gedanken nicht ordnen. Jetzt alle zusammen nach Schatula zurück. Das ist wirklich unfassbar. Ja gut, dann gucken wir uns das nochmal an. Die Quests machen wir hier noch vorbei und dann ist vorbei hier. Dann ist vorbei. Jetzt will ich auch wissen, was da Sache ist.
Vielleicht heben die auch einen Verein zusammen. In der Bar. Guck mal, das ist Questabschluss. Können wir es noch hier schön reindrücken. Den Abschluss der Quest. Das freut mich. Das freut mich sehr. Und ich muss diese Quest nicht noch mit in den nächsten Part übernehmen. Ich bin da an sich kein Fan von. Ich mag mal so eine Mini-Quest, Nebenjobs oder so. Mache ich ja gerne mal auf einmal und dann ist vorbei. Ja, wo soll ich hin? Wo ist das denn? Ach, da irgendwo oben oder so, ne? Ich kenne mich hier noch nicht so aus. Ich laufe immer nur zu so in dieselben Gebieten. Müsste oben gewesen sein. Oder? Nein, das ist nicht. Als ob ich mich hier auskenne. Ich laufe doch nicht. Ich werde doch nur ständig zu denselben Gegenden gescheucht. So, hier war der Laden, aber der Laden will ja. Wir wollen ja nicht zum Laden. Wir gehen da. Ich glaube hier, ne? Ich glaube hier hoch. Hoffentlich. Man weiß es nicht. Ja. Ach, sehr schön. Gut. So, da bin ich wieder. Also, wo fange ich an? Ich möchte dich so viel fragen. Doch zuerst muss ich wissen, warum du nie nach Nemea zurückgekommen bist. Ja, die Frage ist berechtigt. Kein Wunder, dass ihnen bei so einem so plötzlichen Wiedersehen die passenden Worte fehlen. So kommen sie auf keinen grünen Zweig. Nee. Entschuldigt, ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich zuerst etwas sage. Was? Mir macht es nichts aus, aber ich verstehe noch immer nicht, was du mit all dem zu tun hast. Ja, kein Wunder. Nun, ich bin hier, um dich um deinen Segen zu bitten. Todd, habe ich deine Erlaubnis, Miss Geller zur Braut zu nehmen? Hast du gerade Braut gesagt? Wow, du kommst gleich zur Sache. Ich hätte es dir früher sagen sollen, Miss Geller. Aber ich habe schon sehr lange darüber nachgedacht. Was? Todd, ich erwidere seine Gefühle. Tut mir leid, dass ich unsere Beziehung von dir geheim gehalten habe. Das habe ich aber nicht getan, weil ich mich deswegen schäme. Ich hatte nur Angst, es dir zu sagen, aber so habe ich es immer weiter vor mir hergeschoben. Bitte, bitte gib uns deinen Segen. Sie geben wirklich ein süßes Paar ab. Haas, was ich dir jetzt sage, wollte ich dir von Anfang an sagen. Oh nein. Lass mich dir nochmal danken, Haas. Ich bin dir zutiefst dankbar, dass du mein Leben in Gardewald gerettet hast. Allein hätte ich es nicht geschafft. Ein war da und es gab mir den Mut, mich dieser Herausforderung zu stellen. Vielleicht hast du recht, aber am Ende hast du mich gerettet. Ich bin froh, dass Miss Geller so einen guten Mann gefunden hat. Nun gut, ich stimme eure Ehe zu. Oh, Todd. Und dennoch gibt es einige Bedingungen. Oh, Bedingungen? Keine Sorge, nichts Großes. Bedingung Nummer 1. Du schreibst mir 4-mal am Tag, morgens, nachmittags, abends und bevor du ins Bett gehst. Bevor ich ins Bett gehe? Bedingung Nummer 2. Du und Haas beten jeden Morgen in meine Richtung. Todd. Oh Gott. Bedingung Nummer 3. Ich ziehe nach Shuttler und natürlich wird mein Haus direkt neben eurem stehen. Wofür brauchst du denn dann die Briefe? Warte, es geht noch weiter. Bedingung Nummer 4. Todd, Schluss jetzt. Ich hätte gerne noch mehr die Bedingungen gehört. Beten in seine Richtung ist schon mal sehr gut. Ach ja. Erdbeerensamen und 3 Eier. Und natürlich werden wir hier einfach wieder hier rausgesetzt, nicht wahr? Das ist doch jetzt allerliebst. Aber hier ist, glaube ich, irgendwo noch ein Portal in der Nähe, wo wir direkt nach Hause gehen können. Ja. Was für eine Quest. Was für eine Quest. Zurück nach Hause, bitte. Gut, haben wir irgendwas, was wir... wir lagern das mal alles weg. So, zack, zack, zack. Dann haben wir das noch, zack. Dann gucken wir mal hier. Zack. Und dann... 6 Quests in dem Meer. Eine Fee fehlt uns noch. Können wir irgendwas Neues kochen? Ich gucke immer zwischenzeitlich mal rein. Das sollte man machen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.